wird mal wieder Zeit für ein neues Video. Ich weiß, ich habe es ein bisschen schleifen lassen, aber es wird Zeit, dass wir wieder was machen. Ich habe schöne Zuschauerpost bekommen vom lieben Mito. Ein geiles Päckchen Hot Wheels, ein bisschen was für die Brixton, ein bisschen was anderes Geiles. Ein kleines Dankeschön. Lieben Gruß, Mito. Ich wünsche dir vorab frohe Weihnachten. Guck mal, hat er hier reingeklebt. Ja, ich komme irgendwie jetzt erst dazu, das auszupacken, aber ne, weißt ja, wie es ist. Manchmal hat man irgendwie Stress im Leben. So, wir gucken mal rein, was er hier reingetan hat. Geile Sachen. Geile Sachen. Wie machen wir es denn? Ich muss das ja irgendwie, ich kann das ja nicht, oder doch. So, jetzt gucken wir mal rein. Er hat einen kleinen Plastikbeutel mit einem kleinen Schlüsselanhänger von Hilti eingepackt. Hilti machen so Bohrmaschinen und so Schlagschrauber, glaube ich auch, weiß ich nicht. Schlagbohrmaschinen, kennst du ja. Ein Gliedermaßstab heißt es. Zollstock darf man nicht sagen, ne? Gliedermaßstab. Witzig, kann man immer mal gebrauchen in der Werkstatt. Eigentlich eine gute Sache. Und jetzt kommt was sehr, sehr Geiles. Und da kannst du mir mal verraten, mein lieber Mito, ob du einen 3D-Drucker selber hast. Er hat einen Schlüsselanhänger hergestellt. Ja, als das kann man es nehmen. Warte, ich pack's mal aus, zeige es euch gleich mal in der Nahaufnahme. So, guck mal bitte. Das ist ein Brixton Schlüsselanhänger, sogar mit kleinem Loch unten, wo man einen Schlüsselhaken durchmachen kann und kann es dann ja eben als Schlüsselanhänger für die Brixton verwenden. Sieht wirklich geil aus. Ich finde es irre, was man mit dem 3D-Drucker alles machen kann. Ich glaube, man kann sogar Prothesen da herstellen. Keine Ahnung, aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe auch mal gesehen, dass Häuser gebaut werden. Irre. 3D-Drucker, das wäre natürlich auch mal so ein Ding. Vielleicht hole ich mir irgendwann auch mal einen. Den ganzen Tag am Drucken von irgendwas. Aber das hier kann ich auf jeden Fall, mache ich das an meine Brixton, wenn wir im Sommer wieder ein bisschen rumballern. Dann haben wir einen schönen Schlüsselanhänger. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das finde ich sehr geil. Dankeschön, mein Lieber. Zollstock, falls man mal was messen muss, weißt du ja. Er hat noch einen Aufkleber reingepackt, den klebe ich in die Werkstatt. Vielleicht auf den Kompressor. Guck mal bitte. Liquimoli ist in der Brixton-Anleitung, wird dieses Öl auch empfohlen. Ja, die haben halt Geschäfte mit den Herstellern und so, weißt du ja, Fahrzeughersteller, und sagen dann, ja komm, schreib mal in deine Anleitung rein, dass unser Öl da rein muss, ist wichtig und so. Damit schön hier, ne, weißt du ja. Liquimoli-Aufkleber. Immer geil. Immer geil. Das ist, glaube ich, ein deutscher Hersteller auch, ne? Danke, Mito. Geil. Wir gucken mal weiter. Ich habe schon mal, wie gesagt, ein bisschen reingeguckt. Da hat es gut verpackt. Hier ist nochmal so ein Zwischenboden. Und Aufkleber hat er sich machen lassen, Alter. Das finde ich ja schon wieder voll geil. Guck mal hier bitte. Auch mit einem klassischen Bike im Hintergrund. Warte mal, steht denn hier? Based in NRW. Mito, Alter. Den geilen Aufkleber, der kommt da hinten an die Wand. Klebe ich den. Und den anderen so, falls man mal irgendwo einen Aufkleber braucht. Geil, dann hat er mir noch eingepackt eine Alpenmilchschokolade von der Firma Milka. Sehr geil, ich weiß, das passt jetzt nicht so ganz, ich werde die auf jeden Fall essen. Ne, aber ich wollte ja ein bisschen Figur und so, das ist... Ich habe mich nackt gesehen, ich sollte das nicht essen, weißt du ja. Geil. Nee, aber Dankeschön, also das werde ich auf jeden Fall schön beim Zocken abends ein bisschen genießen. Papier, Einlegeboden. Und hier hat er noch einen kleinen Karton. Und hier sind Hot Wheels drin. Und die gucken wir uns jetzt an. Ein paar geile Autos. Er hat also wirklich eine schöne Auswahl getroffen. Er sammelt selber keine Autos, guckt aber trotzdem hin und wieder in die Hot Wheels Videos rein. Und so. Und guck mal, aber auch schön sicher verpackt. Ne? Da gibt es nichts zu meckern. Einmal, sehr geil. Ist vielleicht ein bisschen Fantasy, aber vielleicht auch nicht. Guck mal bitte, der Max Steel. Ein, oha, was haben wir für Licht heute? Ein Rennwagen im klassischen, weiß ich nicht, 20er, 30er Jahre. Offener Motor vorne. Geiler Eimer. Wir haben natürlich schön Weißwandreifen, richtig klassisch. Richtiges Eisenschwein, wenn man so will, ne? So ein Rennflitzer. Voll geil. Ich glaube, den habe ich in Grau. Jetzt auch in Rot. Danke, mein lieber Mito.
voll geil. Bleibt auf jeden Fall zu, ne? Schöne Karte, sieht sehr gut aus. Guter Zustand. Irre. Das finde ich schon wieder witzig. Könnte ein V6 sein, der da drin ist, ne? Seht ihr nicht, spiegelt wieder wie Hölle hier. So, warte. Und dann hat er noch ein zweites Auto eingepackt. Bisschen mal Folie hier rausnehmen. Den können wir auch auspacken und dann machen wir demnächst. Machen wir als nächstes Hot Wheels Video. Kommt definitiv ein eingeräumt Video. Wir müssen mal wieder was in den Kasten stellen. Nahaufnahme von Autos und so. Ihr wisst Bescheid. Das wird richtig geil. Und da kommt definitiv dieses Auto rein in den Kasten. Ein Porsche 911 Carrera RS 2,7. Meine Hassliebe. Aus Need for Speed. Im schönen Gelb. Zitronengelb nicht. Ich würde sagen Sonnengelb. Ne? Wir haben hier Scheinwerfer drauf. Oh, Alter. Beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet. Da blendet es nicht. Obwohl, so könnte es vielleicht gerade so gehen. Schön mit dem schwarzen Streifen an der Seite. Ne? Carrera und so. Das ist was Geiles. Richtiger Klassiker, Alter. Den packen wir aus. Den stellen wir dann in den Kasten rein. Das wird richtig gut. Wir müssen da mal wirklich aktualisieren. Also da machen wir eine extra Kastenfolge. Diese Kartons sind ja auch immer sehr geil, wenn man selber was verschicken will. Auch mit Aufkleber drauf. Mito, Dankeschön. Geil. Oh, es geht weiter. Warte mal. Hier. Hier. Er hat noch was mit Milka, ganze Nuss. Ganze Nuss, das pure Hüftgold. Warte mal. 100 Gramm pures Hüftgold. Dankeschön. Ich esse ich auch Nüsse in der Schokolade, sind eigentlich voll geil, oder? Kann man machen. Mein lieber Mito, Dankeschön. Geil. Schön abends beim Zocken. Ein bisschen snacken. So muss das sein. Geil, echt. Vielen Dank. Er hat noch was Geiles eingepackt. Und das ist, als ich das Paket bekommen habe, habe ich es ein bisschen hin und her geschüttelt und denke, hä? Das hört sich an. Hör mal. Wie eine Flüssigkeit. Oder? Es ist eine Flüssigkeit. Und zwar Liquimoli Made in Germany. 10W40 im frischen Kanister. Sealed. Geil, ein Kanisteröl. Das wird, wie gesagt, für die Brixton empfohlen, laut Hersteller. Das, ich fahre aber in der Brixton Castrol. Ist wahrscheinlich Spinnerei alles. Aber das kann ich auf jeden Fall auch verwenden. Kann ich für den Roller zum Beispiel nehmen. Motorradöl, hier steht es drauf. Viertakt. Seht ihr das? Ne, blendet wieder wie Hölle heute. Ja, ich habe noch ein zusätzliches Licht angemacht. Ich habe gedacht, sieht man vielleicht ein bisschen heller, aber es blendet einfach. Unglaublich mineralisches Motoröl. Geil. Echt krass. Dankeschön. Guck mal, hier ist noch ein Biker drauf. Ne, so sieht das aus, wenn wir die Kurve ballern. Geil. Liquimoli, Alter. Das ist auf jeden Fall richtig was Feines. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, kommt in die Sammlung. Aber das nehme ich nachher mit in den Keller. Das benutze ich auf jeden Fall. So, und dann hat er noch was reingetan. Pures Gold. Pures Gold. Er hat es nochmal eingepackt, damit es nicht ausläuft. Warte mal. Hörst du nicht, ne? Auch eine Flüssigkeit, was für die Brixton sehr wichtig ist. Damit putze ich die Felgen und alles Mögliche. Da hatten wir immer so ein bisschen hin und her geschrieben und gewitzelt darüber. WD-40. Guck mal, jetzt noch mit einem kleinen Küchengummi da oben. Sieht man jetzt. Warte mal, so sieht man es, glaube ich, besser, ne? Kleines niedliches Küchengummi. Geil, ich pack's mal aus. Das Geile ist bei den Dingern, du kannst da einmal so sprühen, ne? Hier. Oder du machst hier den Schnüffel raus und kannst du dann präzisionsmäßig auf die Schraube sprühen. Das ist schon wieder super heiß, das feiere ich. Spray Two Ways. Ich glaube, es heißt WD-40, weil diese Rezeptur beim 40. Rezept geil geworden ist, so wie man sich's wünscht, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ungefähr in die Richtung geht's. Alter, WD-40 brauchst du immer. Das ist so, das brauchst du immer. Beseitigt Quietschen, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt. Lockert verrostete Teile und löst festsitzende Mechanik. Das ist wirklich was Geiles. Also wenn ihr jetzt ein bisschen am Schrauben, wir sind ja noch am Roller dran, ne? Das nimmt ja jetzt auch Form an und geht demnächst auch ans Lackieren. Das wird gut. Und da brauchen wir auch WD-40 mal. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit in die Werkstatt. Alter Mito, da hast du aber ein Päckchen gemacht. Wirklich was Geiles, oder? Der liebe Mito. Hier hat er nochmal alles. Guck mal, es sieht aus wie so ein... Habe ich euch das hier gezeigt? Ja, ne?
frohe Weihnachten. Hier hat er nochmal wie so ein Vogelnest. So richtig schützend eingepackt, voll geil. Und da packen wir auf jeden Fall das in die Werkstatt und schrauben wieder an der Piaggio weiter. Das, aber in der nächsten Woche machen wir erstmal Hot Wheels. Das ist ein bisschen vernachlässigt worden. Für die Brixton haben wir einen Schlüsselanhänger. Da kommen ja dann im, ich denke, ab März können wir wieder ballern. Das ist dann schon wieder halbwegs warm. Ja, und am Roller müssen wir natürlich noch fertig basteln. Die Farbe ist, glaube ich, jetzt so fast entschieden. Da müssen wir mal drüber sprechen in der nächsten Folge. Das wird geil. Freunde, ich danke euch fürs Einschalten. Macht's gut, bleibt gesund. Und ein fettes Dankeschön an den lieben Mito. Bis zum nächsten Mal in der Hot Wheels-Folge.